Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass durchaus bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auch eine gewisse Erleichterung sich breit macht, dass dieses Trauerspiel wochenlanger Zänkereien jetzt beendet ist. Ich glaube nicht, dass es ein Verlust für unser Land ist, dass es keine schwarze Ampel gibt, sondern wenn man sich anguckt, worüber da gestritten wurde oder eigentlich noch interessanter, worüber nicht gestritten wurde, kann man sehr klar sagen, das wäre keine Regierung gewesen, die eine auch nur ansatzweise soziale Wende eingeleitet hätte. Im Gegenteil, ich finde das wirklich Erschreckende an diesen Sondierungen waren die Dinge, wo sich alle Partner relativ schnell geeinigt haben. Das war zum Beispiel von Anfang an klar, dass im Bereich Niedriglohn eine Erhöhung des Mindestlohnes gar nicht zur Debatte stehen würde, dass gegen Leiharbeit und Werkverträge keiner der Beteiligten irgendetwas in die Wege leiten wollte. Die Grünen haben ihre Vermögenssteuer gleich in den ersten Runden entsorgt. Von Bildung und besserer Pflege haben alle diese Parteien im Wahlkampf viel geredet, werden sie vielleicht im nächsten auch tun. Aber in diesen Verhandlungen ging es nie darum, wie man wirklich Mittel bereitstellen kann, dass ein Land wie Deutschland ein anständiges, ein solides Bildungssystem bekommt, dass die katastrophalen Zustände in der Pflege überwunden wurden. Das stand überhaupt nie relevant in diesen Sondierungen zur Debatte. Stattdessen hat man über eher symbolische Fragen gestritten. Am Ende hatte man auch das Gefühl, auch der ganze inszenierte Ausstieg der FDP, da ging es auch nicht unbedingt so sehr um inhaltliche Differenzen. Offenbar war es eher so, dass die FDP gehofft hatte, dass CSU und Grüne sowieso nicht zusammenkommen. Und als sich dann aber doch drohend diese Gefahr am Horizont ergeben hat, haben sie den Ausstieg schnell noch die Reißleine gezogen. Insoweit verloren hat dieses Land dadurch ganz sicherlich nicht. Jetzt ist die Frage, ob es eben Neuwahlen gibt. Das sieht ja sehr danach aus. Die SPD hat ihre Position ja gerade bekräftigt, dass sie nicht für eine große Koalition zur Verfügung steht. Wir begrüßen natürlich, dass jetzt nicht nahtlos eine neue große Koalition installiert wird, weil auch das wäre ja eine Politik des Weiter-so. Und es ist ja gerade auch die Große Koalition der letzten 4 Jahre gewesen, die in vielem auch den Boden dafür bereitet hat, dass wir jetzt überhaupt diese Instabilität im Land haben. Sie hat die soziale Spaltung vergrößert. Sie hat bei vielen Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl verstärkt, was es natürlich auch vorher schon gab, die Politik, das ist nur noch eine Politik der Superreichen und der Konzernlobbyisten. Das ist nicht mehr eine Politik für normale Bürgerinnen und Bürger, die ihrer Arbeit nachgehen, die Steuern zahlen und die natürlich ein Recht darauf haben, dass ihre Interessen berücksichtigt werden. Insoweit wäre jetzt eine neue große Koalition auch nur eine Fortführung des Jammers der letzten Jahre. Nur was man natürlich auch sagen muss, also Neuwahlen haben natürlich nur dann einen Sinn, wenn die großen Verlierer der letzten Wahl, und das sind die Parteien der Großen Koalition, also die CDU, CSU und die SPD, wenn die sich inhaltlich und personell neu aufstellen. Ich finde, wenn man allen Ernstes plant, mit einer ähnlichen Ausrichtung in die Neuwahlen zu gehen, mit denen man sich den Bürgerinnen und Bürgern in den letzten Wahlen präsentiert hat, dann heißt das wirklich, dass man die Menschen in diesem Land nicht ernst nimmt. Weil man kann ja nicht sagen, wir lassen ja so lange wählen, bis uns das Ergebnis passt. Da muss ja tatsächlich jetzt auch eine neue Dynamik entstehen. Wir wünschen uns in diesem Land andere Mehrheiten. Dafür wünschen wir uns natürlich auch, dass in der SPD der Mut sich durchsetzt, einen ähnlichen Neubeginn zu wagen, wie es zum Beispiel die britische Labour Party mit Jeremy Corbyn getan hat. Ich denke, dass dann auch andere Mehrheiten durchaus denkbar wären. Wir als Linke haben keine Sorge vor Neuwahlen, selbstverständlich nicht. Aber es muss natürlich auch einen Sinn machen, dass die Menschen etwas anderes auch als Entscheidungstableau haben und dass nicht diejenigen, die jetzt einen großkoalitionären Kuschelwahlkampf geführt haben, quasi eine Neuauflage so eines Wahlkampfes planen, um dann ein Alibi zu haben, danach die Große Koalition doch wieder zu machen. Ich glaube, das würde der Verantwortung nicht gerecht, weil wir haben eine politische Krise in diesem Land, in Deutschland, wie wir sie eigentlich in dieser Form noch nicht gehabt haben. Das ist das Resultat der Politik der letzten Jahre, das ist das Resultat wachsender Ungleichheit in Deutschland. Und diese Krise muss man ernst nehmen, wenn man nicht möchte, dass sie sich immer weiter zuspitzt. Dankeschön, Sarah Wagner. Ich gebe Bartsch, bitte. Ja, von mir einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich will daran anschließen, wir haben eine Krise der Demokratie in diesem Land.
für diese Krise tragen zunächst die vier Parteien, die sondiert haben, die Verantwortung. Aber ich sage auch ganz klar, dass die Politik der letzten 4 Jahre, die Politik von Union und SPD, dazu beigetragen hat. Diese Parteien haben das Land verwaltet und haben nicht gestaltet. Jetzt haben wir dieses Wahlergebnis und offensichtlich gibt es die Möglichkeit, nicht mehr für Frau Merkel eine Regierung zu bilden. Ich will mal Folgendes zu bedenken geben. Was wäre eigentlich, wenn heute Nacht entschieden worden wäre, die Parteien gehen in Koalitionsverhandlungen? Dieses unwürdige Gezerre, das, was zwischen den Parteien geschehen ist, hätte dazu geführt, dass wir eine Regierung des Chaos bekommen hätten. Die Ergebnisse, die vorgelegen haben, Frau Wagenknecht hat darauf hingewiesen, waren äußerst dürftig, insbesondere im sozialen Bereich. Aber die Äußerung übereinander von Herrn Kubicki, der am Tag nach der Wahl gesagt hat, wir scheuen nicht Neuwahlen, von Herrn Dobrindt, der vordergründig gern die Grünen beschimpft hat, von vielen anderen, haben eines deutlich gemacht, das geht nicht zusammen. Trotzdem kann es jetzt kein Aufatmen geben, indem man diese Krise beschreibt. Wir haben in diesem Land eine Vielzahl großer Probleme und wir als Linke sagen ganz deutlich, es ist ein Bundestag gewählt worden. Die Abgeordneten sind im Deutschen Bundestag und wir sollten mit der Arbeit beginnen. Wir werden Anträge im Bundestag stellen, wo es nach Wahlprogrammen Mehrheiten gibt und die man entscheiden kann und an die jede Regierung im Übrigen gebunden wäre. Das ist im Übrigen die Chance, eine Stunde der Demokratie, Tagen und Wochen der Demokratie hier im Deutschen Bundestag hinzubekommen. Fakt ist, mit den Entscheidungen der letzten Nacht ist Angela Merkel als Kanzlerin geschwächt. Es ist spätestens jetzt der Anfang vom Ende der Ära Merkel. Niemand weiß, wie lange sie noch in dieser Verantwortung sein wird. Wir als Linke, Sarah Wagenknecht hat darauf hingewiesen, scheuen Neuwahlen nicht. Aber wir sind diejenigen, die jetzt sehen, der Ball liegt in anderen Feldern. Ich habe die Aufforderung des Bundespräsidenten gehört. Die Parteien mögen miteinander reden. Reden ist immer gut, aber wichtig ist, dass wir unserer Aufgabe hier im deutschen Parlament nachkommen und dass wir unabhängig von Regierungsbildung mit dem Arbeiten beginnen und der Demokratie eine Chance geben. Dankeschön, Dietmar Bartsch.